Sonnenmüll. Julian Bam, I am challenging you and other German YouTubers to do the Roast Yourself Challenge as well. It's not just stuck to the US. Let's see you guys roast yourselves in Germany. Als ob ich mich jetzt selber roast. Roast yourself, Germany. Thanks, Ryan. Jay, du bist ein Zerwitter, Pollenallergie, so groß wie Toppi. Und kann nicht mehr als Wannabe, mein Team, mein medicated Speedo war. Eine Parodie, eine Kopie, jetzt hab ich sogar selber Löcher in der Jeans. Manchmal mach ich Videos auf, gebe Dating-Tipps, die seit Bücher, seit gefühlten Jahrzehnten nicht vergeben ist. Ich führe ein krasses Leben, davon könnt ihr nur träumen. Mann, ich wohne in der Feuer, wir gehen mit 4 bis 5 Leuten. Sehe aus wie Aladdin, nur halt nicht so cool. Fühle mich wie Yakuza cool, mit meinen Kindern für Tattoos. Dieser Hinterwälder, du dance, die immer selben Moves. Und ich wäre so ohne mein Messi Face Tattoo. Sing und weiter YouTube-Blabber, der auf Gangster macht, weil es mit meiner Ebene nicht so geklappt hat. Ich hab die kleiner Junge, denn das wäre genug, doch ich wollte weiter sein in meiner Wunde. Julian Bam, all over the world, you're gonna make it kinda gay. Und ich bin doppelt so arm, wie deine Fans. Julian Bam, all over the world, you're gonna make it kinda gay. Und ich bin doppelt so arm, wie deine Fans. Ich bin der Nächste, der hätte Bock verdient an den Geld. Hab ne Taschentuch, der Scheiße, löst der Wichser, der Welt verkauft mich als Sport. Ich glaub in die ganze Zeit am Klagen, denn mein letzter Bild war schon vor 2 bis 3 Jahren. Manche waren ja peinlich, trage 2 ungleiche Socken. Doch ich sag, das ist deine. Seit Student höre was bei Software, doch geht's ohne ihn nicht mehr hin. Den einzigen Anzug für Events hab ich von dem Typen hier geliehen. Weil ich nie wirklich gut war, hab ich auf die Schule geschissen. Ja, nach der 7. Klasse am liebsten meine Schule geschmissen. Das lief, ich glaub, ich war ein Opfer. Wurde sogar gemobbt, da meine Haare so aussahen, als ob ein Topf auf meinem Kopf war. Und meine Lehrer haben mir gesagt, ich werde es nie zu etwas bringen. Immer bemühte, blitz auf meinem Raum, mir Tag für Tag den Sinn. Ich bin der, der Stress und Angst vor Meetings, wenn ich wollte grad tun. Ich überspringe meinen Burnout, da ich in meine Arbeit versink. Wer ist Julian Bam?